So, meine Damen und Herren, da sind wir wieder zurück bei Total War Warhammer 3 mit Village. Weiter geht's. Ich muss die Tiermenschen auslöschen. Helfen Sie mir alle bitte. Warum muss ich das? Weil die mir hier auf den Senkel gehen. Tiermenschen sind immer anstrengend. Also, wie könnten sie unterwerfen? Wir schenken das an den Versorgen. Und ist er tot? War's das? Ist er erledigt? Ist er weg? Weiß ich noch nicht. Das nächste, was Village jetzt macht, ist, dass er die nächsten Zwerge unterwerfen geht. Das wird was. Und er wird ein bisschen stärker. Wir könnten aber auch hier schnell reinlunzen. Das wäre natürlich auch ganz interessant. Aber sie ist ein bisschen stark, glaube ich. Prag gehört ihnen. Das wäre auch nicht schlecht. Aber ich habe eigentlich mehr Lust, hier die Chaoszwerge noch untertan zu machen. So, maximale Anzahl aktiver Geschenk plus 1 für alle Gaben des Zinsch. Armeefähigkeit, ja, das sind Bombardemente. Ich finde das mit der Magie, dass wir mehr Magieaufladung haben, aber eh besser. Ich will das aber noch mitnehmen. Das bedeutet nämlich, dass wir hier einen Slot, also so ein Zinsch-Slot, noch zusätzlich freikriegen, ne? Das ist etwas, wo wir hinarbeiten. So. Yes. Interference will cost you dearly. Dearly. You need a boon. Ich überlege gerade, ob wir die Tore noch reißen. Ich will eigentlich hier hin, nach Nangao. Aber es kommen hier gerade ein bisschen viele Armeen an. Okay, wir gehen mal bis hier hin und dann gucke ich, ob wir hier durchkommen, weil im Grunde genommen hat sie nichts da stehen. Wir könnten sie also eigentlich klein kriegen mit einem schnellen. Ah, warte, hier hinten hat sie noch. What? Wie groß ist das Gebiet denn? Before the Kraken. Ich könnte ihn mir untertan machen, wenn wir ihm die Siedlung geben. Aber das ist eine Festung, die will ich behalten. So. Ja, ihr habt gerade noch nichts zu tun. Das ist natürlich ein bisschen ungeil, das verstehe ich schon. Ja, ich kann noch niemandem den Pfad geben. Ich will noch niemandem irgendetwas geben. Aber wir bauen noch schnell aus, was wir noch ausbauen müssen. Aber by the way, haben wir hier noch einen Slot? Nein. Nehme ich die normalen Barbaren noch rein, damit wir die upgraden können? Ich finde es ein bisschen doof eigentlich. Die paar Schritte machen wir noch. Let's go! Ah, da oben ist er! Hier ist er! Seht ihr ihn? Da steckt die Sau. Nein. Du kennst das Angebot. Du kämpfst für mich und dann kriegst du Gebiete. Du kämpfst nicht für mich. Und ich werde dich eines Tages töten, wenn ich fertig bin mit den Cathay-Leuten. Es liegt bei ihm. Ich hoffe mal sehr, dass er gleich angreift, oder? Aber er macht. Scheinbar soll er tun. Corrupt. Echt? Das ist das, was du von mir rekrutiert hast? Normale Barbaren? Von allem, was du theoretisch rekrutieren könntest? Okay, wir rennen. Also normal. Dann kriegen wir das nämlich. Wenn von ihr Nangao weg ist. Nicht Nangao. Doch, Nangao heißt die Stadt. By the way, gehören die eigentlich hier dazu? Nein, sehr gut.
Aber wenn ich sie hier rüber rekrutieren würde, gehören sie wahrscheinlich dazu. Nein, doch nicht. Wir machen mal einen raus hier aus dem Slot. Feuerdämon lassen wir mal weg. Ich nehme jetzt die trotzdem schon mal rein, damit sie Erfahrungspunkte kriegen. Und ich würde so gerne schon die verdammten Kanonen holen. Die hier. Dann hätten wir wenigstens ein bisschen Artillerie dabei. Fraktionsanführer gewährt anderen Kommandanten 25% seiner erhaltenen Erfahrung. Das wäre natürlich nicht schlecht. Dann würden zwei andere Kommandanten auch mehr XP kriegen. Weil wir sind mit Village eigentlich fast schon fertig, ne? Also der kriegt ja nicht mehr wahnsinnig viel. Das würde nämlich 750 kosten und pro Runde 100. Das machen wir am besten, wenn wir erstmal im Angriff sind. Also wenn wir ein bisschen weiter vorgerückt sind. Village! Now, not this time. Hey! Is Orpheus Grumbig Barag! Hey! Er hat 5 Siedlungen. Er hatte mal 6, wenn ich es richtig im Kopf habe. Das heißt, er verliert gerade. Gegen. Ja, hallo, du musst ihn aber schon angreifen. This better be worth my time. Er will einen Nicht-Angriffspack. Er will einen Nicht-Angriffspack. Ja, komm, wir nehmen den Pyrosieg. Die Armee, die daneben steht, macht ihn jetzt fertig. Dann sind die Tiermenschen los. Schön, wenn Vasallen was tun. Und ich bin mir gerade am überlegen, ob wir doch den Zwergen hier den Krieg erklären. Ich meine, die haben gerade halt einfach gar nichts zu tun. Auch Achaon hat gar nichts zu tun. Den ist voll langweilig. Sind die in einem Bündnis? Nein. Doch, sind sie. In einem defensiven Bündnis. Wann kann ich eigentlich das Bündnis brechen? Was muss ich dafür erforschen? Ah, den hier. Ja, das dauert noch ewig. The Twisted Twins ascend. Hey! Ich will die Zwerge zuerst holen. Es sind ein paar coole Sachen dabei, die wir theoretisch reinstopfen können. So, Armee nicht bewegt. Ja, das seid ihr. Hier rein. Ich warte noch, bis wir hier nochmal 2 mehr haben. Oder zumindest einen. So. Ich befürchte, es wird keinen Kampf geben hier, weil das ist zu schlecht bewacht und wir sind zu gut aufgestellt. Jawohl. Wir besetzen es. Ich nicht weiß, was hier noch alles kommt und die Orks theoretisch hier runterspringen können, machen wir mal Beteiligung. Vom Chaos gezeichnet, finde ich gut. Aber ich wollte dich eigentlich so oder so hier zu einem Dämon machen. We shall weave the fates. By the Eldritch, ja, wir gehen mal weiter. So. Ist der Hammersturm, machen wir noch stärker. Arkan. Obwohl ich euch eigentlich alle umstellen will, ne? Reitest du eigentlich auf dem... Ja, das lassen wir mal.
Excellent. Ja, oder mache ich dich zum Ziehensch, Kollegen? Naja, je weiter das Level, desto günstiger wird die Verwandlung. Wir zögern es noch ein bisschen raus. Ich glaube, das ist gut. Tödliche Etikette. By the Eldritch I see. You are without sense. Ah, wir sind auch im Krieg mit euch. Wir sind mit allen im Krieg hier, ne? Wir sind mit ganz Cathay im Krieg. There are many possibilities in agreement. Wollen wir den nicht ganz sauberen Kollegen hier bei uns aufnehmen? Indem, dass wir sagen, wir kämpfen mit dir gegen die Zwerge. Dann gucken wir mal, ob wir den ganzen Norden darunter schicken können. Wäre schon dafür. Wenn du einen Char einen Gott verschreibst, wechselt nicht nur der Chart-Trade, sondern auch der Pfad eines Ruhms. Ah ja, das weiß ich. Jetzt weiß ich, was du meinst. Du meinst die hier. Diese hier. Die Segen. Du müsst aber ohne Vasallen den Krieg gegen den Zwerg. Das stimmt. Das ist wahr. Aber die könnte ich ja nach und nach einkaufen, dass sie auch dazukommen. Also ich meine, er hasst ihn so oder so. Könnte ich hier die Zwerge nicht so holen, wie ich sie eigentlich holen will. Taugt er überhaupt? Und wie kommt es eigentlich, dass er gegen die im Krieg ist? Das Ding ist halt, wir werden gegen ihn so oder so irgendeinen Krieg führen müssen. Dann können wir ihn eigentlich auch genau benutzen dafür. Ja, ja. Wir machen das jetzt. Wir unterstützen dich gegen die. Dafür bist du unser Vasall. Und wir handeln. Also. My power is unfathomable. Kämpf gegen die. I still need minions. Okay, das kostet mich ein bisschen Geld, aber die kriegen die rüber. Hier das Gleiche. Sehr gut. So, wir gehen da runter, wir plündern das. Und wir reißen es nieder. Wir brauchen Seelen. Charakter muss 30 sein. Okay, wir müssen dich eh nach oben boosten. Geschossresistenz 1, Armee des Kommandanten. Das ist ja sweet. Waffenstärke und Training für Proben. So, habe ich dich noch nicht bewegt. Ich fürchte, dass mein Plan nicht aufgeht.
So, jetzt bin ich mit ihr nicht im Krieg, ne? Wenn ich ihr jetzt aber den Krieg erkläre, dann würde das bedeuten, dass all meine Nordska auf sie losgehen. Hey, is Orpheus rundig, Barag? Aber ich will doch so unglaublich gerne die Chaoszwerge haben. Das hier muss er ausbauen. Bow to me. Wir erklären ihr auch den Krieg. Und dadurch müssen all meine Vasallen ihr den Krieg erklären. Das heißt, sie marschieren trotzdem in die Richtung. Wir besetzen das und holen hier jetzt diesen Vasallen. Dadurch, dass wir den Vasallen holen, ist der automatisch mit den Zwergen im Krieg. Also das heißt, wir kommen hier trotzdem in die Richtung, in die wir wollen. Ihr müsst halt warten jetzt. Oh, ich hätte noch umstellen sollen, ne? Dass die anderen mehr Charaktererfahrung kriegen. Das wollte ich hier noch machen. Fraktionen, andere Kommandanten. So. Wir schieben jetzt 25 der Erfahrung, die Village macht, rüber an die anderen zwei Kommandanten. You mega boom. I foresee destruction. Oh, wisst ihr, was ich vergessen habe? Diese eine Schlacht zu kämpfen. Now is chaos. Da. Jetzt bewegen sich diese Truppen dahin, wo sie sollten. Ach so, das ist die kleine Siedlung. Ja, ja, Mann. Evil Mastermind, der Herr Nexus. Ja, wir kämpfen ja auch für Zinsch. Da müssen wir richtig täuschen. Eine Region der Fraktion Legion des Chaos sticht durch ihre Hingabe hervor. Wir können ihre heillosen Glauben für unsere Zwecke nutzen. Vasall erhält einen Bevölkerungsüberschuss in einer Provinz. Ja, ja, mach mal. Mehr. So, das hier, das dauert, bis da irgendwas geht. Wir bauen hier im Wald des Verfalls mal Death. Das dürfte er schaffen. Der 7 Siedlung. Immer ein Wachstum und Geld. Hier müssen nämlich Verteidigung ran. Husba grunita risso anunco fa hasut. Isagreg nasut pol. Ich hätte gehofft, dass er mit mehr als nur mit denen in den Krieg rutscht. Das, was ich vergessen hatte, war folgendes. Wo ist es? Ah, da habe ich viele Sachen offen. Hierhin. Wir müssen gegen das Imperium kämpfen. Aus irgendeinem Grund haben wir die Liste nicht mehr. Passive Fähigkeit, Gefäß des Chaos. Schön. Wird beim Erwirken des Zaubers ausgelöst. Erneuert Barrierepunkte von Kämpfer.
Kosten für Wandlung der Wege 100% für Magieentzug. Ach ja. Da kommt ordentlich was zusammen. Ganz im Sinne des Zinsch, ganz genau. Immer täuschen. Der große Täuscher. Let's go. Come in, dear brother. I comprehend the task our master has given us. Ah, yes, I see. The changer of ways has delivered to us the two great empires of this world. First come the dogs of the empire, but the cattle of Cathay are not far behind. Patience, brother. I foresee there are plenty of bones for you to break. Flesh for you to tear. But first, we must soften them up. For the tortures to come. Wunderbar. So, Mr. Pex, du bist hier auf diesem. Also du reitest auf diesem Ding. Also, das was wir machen ist, er rennt ja auf uns zu, oder nicht? Hat er viele Distanzkämpfer? Ja. Wir rennen hier in den Wald. Auch wenn unsere Geschosseinheiten davon nicht so profitieren. Und rennen dann durch den Wald auf sie zu. Ah ne, warte, unsere großen Einheiten haben ein Problem damit. Nein, wir gehen aufs offene Feld. Wir haben das überlegt. Hier kommt in die 3. 1, 2, 3. Haben wir alle? Gut. So, das erste, was wir machen, ist, dass wir versuchen, direkt den Chef zu töten. Wir müssen irgendwie gucken, dass wir an die rankommen, die hier so auf Distanz stehen. Wir gucken, ob der Feuersturm ist da. Ja, ah, das sind so drei kleine. Ja, sieht ja geil aus. So, ihr Chef ist weg. Das ist nicht gut. Soll man nicht verfolgen. Also wie es aussieht, haben wir die gleich. Also wir kriegen sie nicht down, ne? Das ist abartig. Hm.
Wir machen die Motivation da mal runter. Auch wenn der nicht so top ist jetzt dafür, aber es wird geeignet, um da rein zu... Na? Kommen die wieder. Ja, aber sie killen halt hier zuerst mal die Schilde, ne? Also die Schilde sind noch nicht... ist jetzt die Schilde einigermaßen kaputt. Okay, rennt mal schnell zurück. Das geht nämlich in die Hose so. Haben die Artillerie? Ja, haben sie. Die rennen trotzdem zurück. Die Artillerie können wir nämlich nachher noch separat killen. Bist du auf einem... Auf einem Streitwagen, ja, finde ich nicht so gut. Ah, eine Terrakotta-Figur. Ich hab die nicht mehr im Blick, die nicht mehr im Auge. Wo ist der Chef da? Gucken wir mal grillen. Ihr seid gut gegen Groß. Gut, worin ihr gut. Ach, Scheiße. Kommt hier rüber. Ihr geht hier hin, bitte. Musst jetzt nicht unbedingt verlieren. Ja, wir kriegen Unterstützung. Sweet. Ich schau mal schnell, ob ich hier irgendeinen Feuerregen runterballern kann, damit wir die ein bisschen unter Druck setzen. Alleine ein bisschen zu weit vorne. Wir machen hier mal Panik rein, also es sind minus 19, minus 20. Die Intensität steigt gerade insane. An der Seite noch rein. Die sind mittendrin, ne? Die gehen nicht down. Die gehen nicht down. Sehr beeindruckend. Das ist schon zu beeindruckend. So. Jetzt können wir kostenlos, wenn einer bei uns in der Region ist, von Village selber, Magie entziehen. Kostet uns keine Seelen mehr. Das ist natürlich super.
Ja, wir nehmen diese. Ich brauche sie. Wir müssen das boosten. Pfad des Roms freigeschaltet. Sehr schön. Jetzt hast du alles. Ja, ja, passt schon. Keine Ahnung. Muss ich, glaube ich, nicht groß noch was machen. Das geht automatisch rein, wenn die Zeugs kriegen. Wir verbreiten noch mehr Zinsch-Korruption. Das ist super. Ja, und hierhin. Und weil das wahrscheinlich so, dass er noch ein bisschen dauert. Nice. Hat er es ausgerüstet direkt? Wunderbar. My loyalty lies with another. You are without sense or honor. You need a boon. Also Hans regelt solo. Ich möchte, dass du hier, weiß ich gar noch nicht, was wird. Wenn der ungeteilt ist, wird er Feuer, ne? Okay. Ungeteilt wird Feuer, dann wirst du Zinsch. My soul for char. Ja, da bist du jetzt wieder. Ich gratuliere. Dark Conjurer. Die sind böse, stark und groß. Du Trefferpunkte der Barriere, möglichst Flammenattacken. Du wirst auch auf so einem Reittier reiten. Dann sind die zusätzlichen Schilde sind wichtig. Oh, warum mussten du so weit außen rum? Das ist ja voll doof. What? By the Eldritch I see. Now. So, und dann haben wir noch Ira Sixi. Du hast auch gute Dienste geleistet, auch du. Ist in einen höheren Stand gesetzt. Exalted Hero of Siege. Da bist du. Guck, wie schön du bist. Exalted Hero. Wo schön im Auge des Betrachters liegt. Köpfchen beweisen. Hier verstärkst du alle. Ja, wir könnten noch mehr Kampftraining machen. Das wäre für die Truppe eigentlich nicht so schlecht. Weil die brauchen eigentlich schon noch ein bisschen was. Obwohl ich dich eigentlich lieber zum Gladiator werden lasse. Ja, komm, Gladiator it is. Also ich will einfach, dass du ein Biest bist, das alles zerstört. So. Wir... machen den und gehen weiter. Ich will ihn hier etablieren. So, dann haben wir diese Armee noch. Der ist immer noch nicht gelaufen. Ich weiß noch nicht, was ich hier machen will. Ja, du hättest auch noch einen Pfad verfügbar. Aber dich will ich bei 30 zu einem Dämonen machen. Mach mal einen Hinterhalt. Ich finde eigentlich. Ich weiß nicht, ob ich das Ding so gut finde. Wir verschmelzen die mal. Was gibt es? Dämonische Stärke. Das ist eher etwas für jemanden, der auch im Nahkampf unterwegs ist. Ne? Oh. Ja, danach habe ich getrachtet. Super. Sehr schön. Was war das eigentlich, was ich dir jetzt gegeben habe? Warte mal schnell, was kann der denn? Also. Dämonische Stärke, Waffenschaden, oh sehr gut, Schadensresistenz,
Oh, Gesundheitsregeneration, ja, hallo. So, Gebäudeerweiterung. Müssen wir gleich kurz gucken. Was ist hier den hier? Hier selbstverständlich. Jetzt gibt mir auch das Geld schon wieder aus. Haha. Nee, wir machen hier zuerst den, nicht den. Doch, wenn man den, wollte ich noch eine Armee hole. Und um ehrlich zu sein, ich bin mir überlegen, ob ich die ein oder anderen Truppen von dieser Armee entferne. Das heißt, wir laufen hier, wir können eigentlich schon mal loslaufen. Weil ich will sicher zwei der Soldaten von dieser Armee hier rüberschieben, damit wir jeweils 4-4 haben. Ja, müsste sogar 3 rüberschieben. Na, gucken wir mal. Kommt auch ein bisschen drauf an, was wir noch alles kriegen. Und ob die Chaoszwerge vor allem das tun, was ich will, dass sie tun. Die sollen endlich Terrorbebenhäuser bauen. Nein, folgender Vorschlag, du unterwirfst dich. Nein? Okay, schade. Eigentlich muss ich bei ihm nur warten, bis die Zwerge links oder die Orks rechts angreifen. Und die Orks dürfen ihn hassen, weil er handelt mit den anderen Chaos-Zwergen. Das heißt, die Stimmung zwischen denen müsste schon angespannt sein. Und dass die normalen Zwerge und die Chaos-Zwerge miteinander nicht klarkommen, das dürfte bekannt sein. Das weiß sogar ein Elf. Die Hochelfen sind da sogar darüber informiert. So. Ich will, dass du gegen den kämpfst. Das macht er nicht. Ich will, dass du gegen den kämpfst. Das macht er wahrscheinlich auch nicht mehr. Ah, doch. Er hat es verloren. Ich glaube es ja nicht. Er hat es wirklich verloren. Ich glaube es einfach nicht. Master, let me burn them all! So, der letzte. Jetzt haben wir alle. So, jetzt habe ich ein Problem, weil ursprünglich war die Idee. Ja, ich bin wieder. Das meine Vasallen zu geben. Aber der Vasall ist gestorben. Der Trottel. Er ist hier gestorben, bevor ich ihm das geben konnte. Nicht gegenwärtig. Ja, man, die Hunde noch besser. Geht eh nix. Wir könnten da durchziehen. Es ist gut, schwer gutes Personal zu finden. Du sagst es. Endlich mal jemand, der es sagt. I am pleased. Nope. Oh, warte mal schnell. Einen Moment, ja, wir machen hier einen Abstecher hinten rum. Aus Gründen. So, baut ihr jetzt endlich das, was ich will, dass ihr baut? Na da baut er aus. Here we go. Here we go! Krieger dabei. Aber ich sehe uns das nicht gewinnen. Wir haben keine Hellebardisten, um ihn in der Drachengestalt zu töten. Sie selber haben 2 Hellebardisten, um unsere Gepanzerten zu killen. Und die hier sind Schild und haben eine Hellebarde in der Hand. Also 3, die durch unsere Panzerung durchkommen.
plus einen Haufen Bogenschützen, die unsere Trolle niederschießen. Also Armbrustschützen sind es. Sind 4 Stück. Plus die Bogenschützen und die... Ja, die hier werden keine gute Sicht kriegen, weil die müssen gerade schießen. Die können oben drüber schießen. Aber die werden, damit knacken sie unsere Trolle. Die hier werden super schnell die Flucht ergreifen. Die haben gar keine Chance. Die auch. Die Nörglinge werden lachend in den Tod rennen, aber das bringt uns nicht viel. Dunkle Festung verlassen und neu besiedeln, dann müsstest du ihn wiederbeleben können. Ja, ich kann auch oben die Zwerge angreifen. Da hat er auch noch eine Siedlung. Da könnte ich ihn auch beleben. Ja, wenn wir eine Autoschlacht und verlieren das einfach. Wir geben es nochmal ab. Ja, nimm's. Auch wenn wir hier Schlachten verlieren, wir kriegen die Seelen trotzdem. Ziehen ist das, glaube ich, ziemlich scheißegal. Hauptsache, es stirbt etwas. Die Region der Fraktion Legion des Chaos sticht durch die Blablabla. Ja, okay, bevorzugt. Nein, wir lassen sie gedeihen. Sie sollen ruhig ein bisschen besser werden. Besser, größer, mehr, stärker. Kriege ich hier noch einen rein? Nein. Aber wir hatten hier 15%. Ah, das ist noch die Region. Das ist eine andere Region. Ist sie rein? Ist sie raus? Ist sie, wo ist sie hin? Ah, die Tong. Dass die noch leben. Ask, but remember who. Wenn wir das einnehmen, könnten wir es dem Tong geben. Aber das schaffen wir nicht mehr rechtzeitig. Könnte ich den Tong etwas schenken? Würde das gehen? Wenn sie ungebunden sind, kann ich ihnen doch ihnen dann das geben, oder? Ja, das ist problematisch, würde ich meinen. For the ruinous powers. Auch hier kein Glück. Das lassen wir mal. Die eigentliche Idee wäre ja. Kann ich eigentlich ihn wiederbeleben? Stop that! The power of Stench! Ich wollte Village eigentlich nicht so hoch in den Norden schicken. Conclave Esorak Us Dana Krukni U. Magic and Mistral are mine. Tommen, get me to a warmer place. Es ärgert mich, dass ich die jetzt nicht wiederbeleben kann, damit sie für mich kämpfen und hier meine Seite decken. Wir gehen zurück, ich will meinen Plan trotzdem umsetzen. Weil Lord Minato wird so, also die schicken wir hier eh durch, vielleicht sogar so. Dann wirst du hier einen Teil der Armee nehmen und dann geht's hier ab hoch. Ich überlege noch einen zweiten Hexer dazu zu nehmen. Aber es gibt keinen, der hier viel Uni hat. Das lassen wir mal.
Ja, also ich will es eigentlich schon klicken. Ich sehe gerade, dass er einen Großteil der Truppen verloren hat. Da kommt er nicht richtig gegen an, gegen die Dämonen. Was die Dings? Ja, Eisjünger sind hier drin. Die hier, die sind auch gepanzert. Die zwei, also sind vier. Das ist einfach Masse. Die Masse überrennt die Armbrustschützen. Ja. They wish to engage me. Du kennst mein Angebot. Er kennt mein Angebot. Für oder gegen mich? Das sind die Dinge, die passieren. Never! Are you a god? For chaos! Onward to destruction! Ja, sehr schön. Rekrutierungskader, Geschenk Einheit, Feuerdämon, Horror, das geht hoch. Rüstung für Chaoskrieger. Wie lange brauche ich, bis ich das habe? Geht so. Aber 10 mehr Rüstung für alle Chaoskrieger. Super. My research is complete. Irgendwo passiert da was. Ich habe jetzt nicht gesehen, was. Das ist egal. Ich glaube, das ist, weil wir ein bestimmtes Gebäude gebaut haben. Weg damit. Wir nehmen die Seelen. Wir nehmen immer die Seelen. Wir können beide Male machen, das ist ja cool. Ich muss mich entscheiden. So, mehr Waffenstärke. Hans Regel Solo, dich bauen ja gerade wieder neu auf. Du bist ja aufgestiegen. Favorite by the gods. What? You need a boom? A mega boom. Ja, fehlt nicht mehr viel. So. Let us corrupt. Northman, come. Wer will hier hin? You have my promise. Okay, ich gehe mal hier hin. Wir machen das Tor kaputt, damit wir einen neuen Eingang haben. Axel, wir müssen sonst immer hinten rum. Slaughter the sheep. No. Lassen wir. So. Ich wollte kurz was gucken. Wir können von ihnen die Todbringer holen, aber noch nicht die Terrorbebenmörser. So schnell, so weit sind sie noch nicht. Marink! Raj Arbu! Das ärgert mich jetzt. Master of Misrule! Aurora Dwa, Arnu Ork, Isudiol Talata. Paris Anad. All babbits. Breathe in fire. Wir werden diese Siedlung holen, damit wir sie ihm dann anbieten können. Weil die Orks müssen ihm nur eine Siedlung kaputt machen. Ein paar Armeen kaputt machen, dann wieder angerannt kommen zu uns. Dann haben wir ihn. Und sie haben... Grimgorg hat den Waag bereits ausgerufen. Das sieht man daran, dass, dass die Hauptstadt grün ist. Also so einen grünen Schimmer hat. Das heißt, er hat den Waag auf die Hauptstadt ausgerufen. Jetzt werden Armeen aufeinander prallen und Grimgorg wird das wahrscheinlich gewinnen wegen dem Waag.
Oh, nett. I cannot. Are you a god? Wir reißen uns nieder. Our unity. We shall weave the fates. Diese paar Goldstufe, die profitieren dann davon. So, Hammerfall wird einfach noch stärker. Magie geht hier langsam in die richtige Richtung. Kampftraining ist natürlich wichtig, behalten wir bei. So. So viele Gleichgangspunkte, wer denn? Ah, Village. Hier, dann gehen wir hier durch. Dann ist er auch noch ein starker Kämpfer, ne? Er ist Magier und Kämpfer dann. Ah, hier machen wir kurz Village and Champion. Was meins? Brauche ich als Verhandlungsbasis? Na, guck mal, wer da kommt. Der holt sich wahrscheinlich das hier. Wir brechen das mal schnell ab. Das ist gut, dann kann ich nämlich zurück. Dann können sie doch nochmal wiederbeleben. Aurora Ork. Er rutscht. Sehr gut. Er rutscht dahin, wo ich ihn hinhaben will. So. Wir machen das trotzdem mal fix. Destruction for all! Ich habe kein Glück mit denen. They will be dominated. Wir könnten noch die mitnehmen, wo sie sie haben. Die Frage ist, ob ich vielleicht doch mal noch was rekrutiere von ihnen. Also wollen wir noch ein paar Eisendämonen mitnehmen, dass sie wenigstens mal Eisendämonen haben? Weil das Ding ist, das wird noch lange dauern, bis er das hier upgradet. The spoilers come. Wir könnten auch Todbringer nehmen. Einfach diese normalen Todbringer. Aber so zwei Panzer hier drin zu haben, wäre natürlich schon ganz geil, ne? Und interessanterweise kosten die gerade gar nicht so viel. Also, wenn ich vor Ort bin, um das zu rekrutieren. Alternativ können wir auch ein paar Schützen nehmen, ne? Die Feuergläfen-Dudes, die machen Feuerschaden. Ich habe die 10.000 für den Dämon zusammen. Er muss zuerst Stufe 30 erreichen. Wir nehmen ihn mal mit. Ich meine, kostet uns gerade nichts. Dann haben wir ihn immerhin. Dann haben wir immerhin irgendetwas. Weil wir sind bei ihm so oder so bei 100. Ne? Also 100 Verbindung. Oh, sorry. Ja, kein Problem. Ich habe es ja auch nicht gesagt, dass Asuna bei 30 erst upgraden kann. Also am Anfang zumindest nicht. Ich habe es auch erst später gesehen. Ich dachte, oh cool, kann ich upgraden. Nein. So schnell geht das nicht. So, ja, okay, super, das verlieren wir. Dann können wir gleich drehen. Können wir den wiederbeleben und können ihn vorne installieren, so wie ich das vorhatte. Ah, unsere Taten wurden wieder gesehen, das Auge ist voll. Wahrsagung, Forschungsrate, Abkühlung, Aktivierungskosten für die Gaben. Meine Festung. Wir machen die Wahrsagung. Dann geht nämlich das hier ein bisschen schneller. Hier hin. Gehen wir davon. So. Wir fahren hier auch schnell runter. Und die zwei, die hier gemacht werden, schieben wir dann hier rüber und nehmen dafür den raus. Und den raus, die lassen wir drin. Oder nehmen wir die raus?
Wir nehmen die raus und ihn raus. What? Das ist gut. Dann sind das schon mal zwei Feuerdämonen. Also die Wagen sind schon mal drin. Quiet, brother. Ignata Dorazan. He's an Lokus Anu. Wir kommen in eine gute Richtung. Er will immer noch weniger. This freezes my feathers. Don't look at him. There's nothing. Ein militärisches Bündnis läge natürlich auch drin, ne? Könnten wir sie auch rekrutieren, aber ich will sie eigentlich als Vasallen haben. Das ist das große Ziel. Dich habe ich nicht kommen sehen. Das habe ich nicht kommen sehen. Heftig. Okay. Blut und Mühe. Ja, aber er ist schon maximal. Naja, egal. Gedeiht. Mal schauen, an, was da alles kommt. Also, ich habe hier Probleme. Der kommt raus. Die kommen raus. Die zwei kommen rüber. Das ist das nächste, was wir angreifen. Yes, my ruinous powers! Die zwei, so. Jetzt ist die Frage, gehen wir da volle Kanne drauf? Northman, come. Address me as sir. Bow to me. I said move. Wir machen das folgendermaßen. Wir verwirren ihn. Also wir verwirren den Verstand von ihm. Das führt dazu, dass der Hinterhalt zu 35%, also der Abwehr, ne? Abwehr-Hinterhalt 35% geht nicht. Er wird wahrscheinlich versuchen, das hier zu holen und der läuft dann hier drüber. Sehr wahrscheinlich. Oder wenn, dann so. Aber er folgt der Straße. Dann kriegen wir ihn vielleicht. Und die Kisleviten, die im Hintergrund stehen, müssen wir mal gucken. So, mein Problem ist jetzt, dass das doch eine relativ große Armee ist hier. Ja, er will nicht. Wir holen hier einen Kommandanten. Na, etwas wollte ich noch gucken. Warte mal schnell. Kann ich dich auch in einen... Ja, du wirst sogar ein Dämonenprinz des Zinsch. Machen wir das tatsächlich auch so, dass ich hier das baue. Wie hier nochmal einen... Das Auge öffnet sich perfekt. Der geht auch in YouTube. Weil YouTube ein bisschen wenig Kommandanten hat. D4 Semtex. Ich will explosive Leistung sehen. Explosive Leistung will ich sehen. So, machen wir so. Und dann gucken wir mal schnell, was wir hier haben. Wir nehmen sicher die rein. Das rein. Jetzt habe ich hier gar nicht viele Möglichkeiten. Wir nehmen einen davon rein. Wir stellen das hier um. Wieder auf diese Jungs. Dadurch kriegen die einen hier rein. So, das hält sich jetzt in Grenzen von der Stärke her.
Wir nehmen noch ein paar Fliegende rein. Die brauchen wir. Die nehmen wir auch noch rein. Das ist sehr gut. Das sind normale rosa Horrors. Sehe ich gerade nicht so. Noch die Mutanten, das Mutantenbiestchen reinnehmen. Ja, das überlege ich mir noch. Jetzt könnte ich in der Distanz. Ah, die sind schon, die werden schon rekrutiert vor Ort, ne? Die kosten auch hier nur 16. Das heißt, es spielt gar keine Rolle, wo ich das rekrutiere. Die können wir auch später rekrutieren. Wir bewegen uns jetzt, weil wir müssen hier eine potenzielle Verteidigung gegen die Orks aufbauen. Na, dann bin ich so frei, hier noch zwei Kanonen reinzumachen. Weil ich denke, wir werden eine Zeit lang warten müssen, bis wir an... Upsala. Bis wir an die Dings kommen. An die Terrorbeamer. Das wird halt dauern. Der hat nichts Gutes. Hält sich in Grenzen. Das, was überlebt, überlebt. Wir nehmen noch ein paar Zentigore mit, weil die sind schnell. Können wir nämlich hier, ne, auf die schneller los. Wir haben nichts auf Distanz. Alter, und der hat so viele Flugeinheiten. Und ich schnell zwei. Weiß nicht, ob wir sie behalten. So, willkommen, willkommen. Der Hexer, der da reinkommt, wird dann den Namen tragen von Twitch. Mal wieder. Da will jemand Frieden. Wenn wir mit ihm Frieden schließen würden, was würde mir das bringen? Wir könnten Wei Ying holen. Und wir könnten sie vollständig zerstören. Warum will er Frieden? Wahrscheinlich, weil ihm das zu viel Krieg ist. Aber ich muss sagen, meine Vasallen haben hier gerade Spaß. Lassen wir sie Spaß haben. Der Eisendämon kostet nur 16 Verbundenheit. Das ist frech günstig. Destruction for all. Er hat es. Es gab Rebellen hier und er hat es gegen die Rebellen verloren. Die Rebellen sind mit mir im Krieg, nachdem er es eingenommen hatte. Ja, lol. Gut, in der nächsten Folge werden wir gucken, was Phase ist. Dauert nicht mehr lange, bis wir die hier reinkriegen. Dann haben wir ein bisschen Kanonen. Immerhin. Hier sind die auch schon bald ganz oben, um die zu holen, wenn die Bock drauf hätten. Oh, die Seelenzermalme sind auch nicht bad. Die seht ihr gerade nicht hier. Die Seelenzermalme sind nicht schlecht. Schön, dass die Anzeige nach oben rutscht. Ja. Gut, in der nächsten Folge. Like da lassen, Kommentar lassen und ich freue mich sehr auf die nächste Folge. Bis dann. Why am I so cold?